für mich, Kusch. Hier muss. Wer nimmt denn sich den jetzt? Nur, das ist der Felix. Der Felix. Überrascht mich dann doch. Hat noch keinen Elfmeter in der Bundesliga geschossen. Sein erster. Aber ich weiß doch, wo er immer hinschießt, der Klaus. Na, alles kalt. Na, moin. Servus, Felix. Hallo. Jawohl, hallo. Ja, wir spielen das Spiel nach fürs Wochenende. Hannover 96 gegen Leipzig, das ist der Errol. Er vertritt uns in der virtuellen Bundesliga. Hat am Wochenende die deutsche Meisterschaft vor der Brust. Und wir wünschen ihm viel Glück. Und jetzt schauen wir einfach, was er drauf hat. Ich denke, ich werde 4-2-1 beginnen. Ich hoffe, dass der Klaus in der Startelf steht bei dir. Na klar, aber ich denke auf der linken Seite, wie sonst gewohnt, auf der rechten. Ich muss mal schauen, was Leipzig da einfallen lässt. Ich werde natürlich sehr offensiv kommen. Dann geht's ab. Alles klar, gutes Spiel. Dir auch. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Erste 45 Minuten an, da draußen. Los geht's. Werner. Ja, man sieht, Leipzig ist eine starke Mannschaft. Mit individuell richtig guten Spielern. Keita und Co. Hier ist Keita am Ball. Jetzt wird's gefährlich werden. Forsberg. Ja, was ist passiert? Das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel. Ist das starke Spiel? Da hat er nichts. Macht er mich nass. Wird's jetzt gefährlich? Und das 2-0. Werner. Eieiei. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. In der zweiten Topform heute, in Topform. In der zweiten Halbzeit kommt er. Ich glaube, das 4-3 kontert mein 4-2-1 sehr gut. Werde ich gleich umstellen, auf jeden Fall in der Halbzeit. Also habe ich taktisch perfekt agiert, oder? Felix, ja, auf jeden Fall. Bebu. Sanka durch. Und dann macht er das Tor. Ein fantastisches Tor. Erster Schuss, erstes Tor. Lange drauf gewartet. Hanno, oder? Ja. Dieses Tor war natürlich perfekt ausgespielt. Das Reha vor der Pause nochmal. Das war nicht so gut. Jetzt kommen sie drin. Zurück, auf jeden Fall. Ein Torschuss hier für Hannover. Ja. Kommen wir da mal kurz drauf aufs Bild. Wir nehmen uns natürlich vor, das Ergebnis irgendwie zu halten da in der zweiten Halbzeit und nochmal einen Konter zu setzen. Ich werde jetzt versuchen, meinen Spielstil ein bisschen anzupassen in die zweite Halbzeit und über schnelleres Passspiel zu kommen. So, weiter geht's. Ich habe im Moment alles im Griff, liebe Zuschauer. Und jetzt geht's weiter. Anstoß zur zweiten Hälfte. Forsberg, wieder Werner, wieder Forsberg. Gut gespielt. Forsberg, das 3-1. Perfekt ausgekontert. So wie wir es in der Halbzeit vorgestellt haben. Eieiei. Oh je. Schön gespielt, aber, oder? Ja, auf jeden Fall. Zeig mal, Tipps bei Eckball für mich, was da anders machen kann. Am besten scharf auf 1, also lange gedrückt halten. Ja. Oder ranholen und dann auf 1 passen. Nabi Keita. Oh, jetzt gibt es nur noch einen Elfmeter das hier. Das ist kein Elfmeter. Er gibt den Elfer, aber schauen wir uns das nochmal an im Videobeweis, oder? Ja, das sieht man da blamier ich mich hier schon regelrecht. Als Strafe genug. Ja. Boah, was ist denn jetzt? Ja, der macht natürlich eiskalt rein. Das sehe ich sogar, wo du hinschießt und er geht trotzdem rein. Super dazwischen Nein. gegangen. Nein. Und jetzt die Chance. Jawohl. Der Pass. Nichts zu halten hier. Zu viel. Ja, ist noch einiges drin. Ist jetzt der Doppelklick gedrückt, oder? Ja, Doppelkreis. Weil der so flach war, ne? Das ist der Flachschuss. 20 Minuten hast du noch Zeit. Ja. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, ab. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Werner. Aber perfekt gespielt als Kater, das muss die Entscheidung sein, das ist die Entscheidung. 5-2. Eieiei. So kann man sich natürlich nicht präsentieren. Oh, okay. Oh wow. Mit gleiche Entscheidung auf der anderen Seite, ne? Keine Frage für mich, Kusch. Hier muss Wer nimmt sich den jetzt? Nur, das ist der Felix. Der Felix. Das überrascht mich dann doch. Hat noch keinen Elfmeter in der Bundesliga geschossen. Sein erster. Aber ich weiß doch, wo er immer hinschießt, der Klaus. Na, alles kalt. Kommen Sie noch mal ran, noch 7 Minuten zu spielen. Immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, jetzt vielleicht. Und da ist es. Das 6-3, wie der Forster mit dem Dreierschlag. Das kann nicht sein. Das war schon sein drittes Du machst mich auf jeden Fall gerade nass.
Vielleicht fahre ich da mit am Wochenende. Eindeutig gestört. Und da ist der Ball wieder weg. Boah, schön gespielt. Er macht die Ruhe, das 4 zu 6. Wilde Fahrt hier. Der Päpsten. Torpapi. Dämme. Orban. Aus. Gutes Spiel. Danke. Gutes Spiel von mir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Ansatz eine Chance habe, aber wie er schon sagt, es ist ein riesen Fernsehen, es sind andere Bedingungen und man kann schlechter verteidigen. Und es ist natürlich schön für mich, dass ich da meine Leistung an der Konsole bestätigen konnte. Und ja, ihm wünsche ich viel Glück und auf jeden Fall wieder was reißen, bin ich mir sicher. Auf jeden Fall Props an Felix. Gut gespielt, auf jeden Fall. Ich werde auch gegen andere gute Spieler, glaube ich, erfolgreich spielen, wenn er sich anstrengt. Wie gesagt, es sind andere Bedingungen hier. Ich werde auf jeden Fall nächstes Wochenende ein ganz anderes Gesicht zeigen. Felix ist ein guter Spieler, muss man sagen.